Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei den Space Bricks. Heute möchte ich euch ein kleines Set vorstellen, was vielleicht der eine oder andere gar nicht kennt und was viele auch unterschätzen. Und zwar die 40419, das Harry Potter Hogwarts Schülerpaket. Dieses bekommt ihr nur im Lego Store oder im Lego Online Shop, also es ist Lego exklusiv, deshalb hast du es vielleicht auch nicht im normalen Einzelhandel bei dir gesehen. Es enthält 4 Minifiguren, ein paar Einzelteile und kostet 14,99 €. Das Ganze kommt in einer großen Blisterverpackung und die Form dieses Blisters ist die einer Minifigur, worin wir dann unsere Lego-Teile enthalten haben. Ihr bekommt einen kleinen Beutel, darin sind einmal die 4 Minifiguren dabei und ein paar Sidebuilds, die an sich nicht so interessant sind, aber dafür gibt es so 2-3 kleine Teile-Highlights in diesem Set. Eins der größten Highlights, weswegen sich jeder Harry Potter-Fan dieses Set auch kaufen muss, ist eine 2x3 Fliese, welche bedruckt ist, nämlich mit der Karte des Rumtreibers. Werfen noch einen kurzen Blick auf die Minifiguren, denn dieses Set lohnt sich aus zweierlei Hinsicht. Erstens für alle Leute, die Lego Harry Potter Minifiguren sammeln, die sollten sich dieses Set dringend einmal zulegen, denn alle 4 enthaltenen Minifiguren sind hier exklusiv. Und zusätzlich ist dies ein wunderschönes Set, um einfach für alle 4 Häuser einen Torso zu haben für die Schüler und sich dann sein Hogwarts-Wissen zu bevölkern. Als erstes haben wir einen Harry Potter, der bekommt als Zubehörteil die Karte des Rumtreibers. Habe ich schon eingangs erwähnt, ein richtig großes Highlight, dieses Teil. Und dann natürlich einen braunen Zauberstab und dann ganz klassisch eine schlichte schwarze Hose, ein Doppelgesicht und ja, Harry Potters an sich nicht mehr das Spannende, davon haben wir, glaube ich, zu Genüge. Und wie wir alle wissen, ist Harry Potter ja dem Hause Gryffindor zuzuordnen. Und deshalb haben wir hier einmal von Harry den Torso eines Gryffindor-Schülers. Die nächste Figur, auf die wir jetzt einen Blick werfen, ist Cho Chang. Harrys große Liebe, zumindest eine Zeit lang. Dann wisst ihr, in welchem Film das gewesen ist, wo die beiden ja ein bisschen enger unterwegs waren. Schreibt's gerne in die Kommentare. Aus dem Hause Ravenclaw ein Vertreter. Das heißt, wenn ihr eure Ravenclaw-Schüler ein bisschen ausstatten wollt, dann könnt ihr dann wunderbar den Torso von Cho Chang benutzen. Ich finde auch zudem, dass sie ein sehr, sehr cooles Haarteil hat, welches mir persönlich sehr gut gefällt. Das kann man sich bestimmt ein paar Mal irgendwo besorgen. Ich denke mal auch, dass dieses Set ein Set sein wird, welches häufiger bei Bricklink von irgendwelchen Händlern ausgeschlachtet wird. Und wenn du jetzt nur einen bestimmten Torso brauchst, dann schaust du lieber da. Wirst wahrscheinlich dann schon die 2 € zahlen müssen, weil die Torsi hier einfach mit das teuerste an diesem Set sind. Es bringt dir aber mehr, ein Gryffindor-Torso zu kaufen, beziehungsweise Torsi. Wenn du dann jetzt einmal komplett alle Gryffindor-Schüler ausstatten möchtest, fährst du dann günstiger, als wenn du das Set dann x-fach kaufst. Weiter geht's mit unserem Lieblingsschüler Draco Malfoy aus dem Hause Slytherin. Unser blondes Bübchen guckt hier ziemlich grimmig aus der Wäsche. Vielleicht, weil es in einen sauren grünen Apfel gebissen hat. Und auch hier, wenn ihr Slytherin-Schüler ausstatten wollt, ist das natürlich auch super. Und das letzte Haus ist Hufflepuff. Und als Figur bekommen wir Hannah Abbott oder so. Ich kann mich jetzt an sie gar nicht erinnern in den Harry Potter-Filmen. Ja. Für Hufflepuff-Schüler gilt wie für alle anderen, kriegt ihr dann hierfür den passenden Torso. Zusätzlich bekommt sie die goldene Laterne und ich finde, das ist ein sehr schönes Formteil, welches einfach toll ist in Schwarz und jetzt noch schöner in Gold und bestimmt Einzug erhalten wird in diverse Mocs. Und ich mich dann freue, das dann hoffentlich demnächst bei wieder physisch stattfindenden Ausstellungen ein bisschen bewundern zu können. Kommen wir zum abschließenden Fazit. Für 14,99 € bekommst du hier ein richtig cooles Figurenpack. Man könnte ja auch schon sagen, das ist ein Harry Potter Battle Pack. 14,99 €, 4 Zauberer. Auch verwendbar für Army Building, wenn du dann deine Schülerarmeen ausstatten möchtest und dann ein bisschen die Köpfe und Gesichter austauscht. Auf jeden Fall meine Kaufempfehlung dafür, sich das einmal zu holen für die Harry Potter Sammlung oder halt auch mehrfach für seine Mocs. Ich finde es immer ein bisschen schade bei diesen Blistern, dass da relativ viel vermeidbarer Plastikmüll entsteht, also mit der großen Verpackung der Minifiguren. Ich fände da eine andere Verpackungsform deutlich schöner. Gucken wir einfach mal, wie das jetzt sich in Zukunft gestaltet. Lego will ja jetzt mehr auf Nachhaltigkeit setzen und es sind ja jetzt für 2021 auch schon die ersten Sets geplant, die dann mit Papiertüten kommen, nicht mehr mit Kunststofftüten. Seien wir da mal gespannt. Ansonsten ein klasse Set. Ich habe es mir auch 2-3 Mal gekauft, einfach um ein paar Figuren zu haben und auch weil ein paar Freunde von mir riesige Harry Potter Fans sind.
Und da will ich denen mal eine kleine Freude demnächst Richtung Weihnachten machen und die dann als Lego-Minifigur mit zu ihrem jeweiligen Lieblingshaus als Harry Potter-Figur nachbilden. Das war's dann von meiner Seite. Was denkst du über dieses Set? Schreib doch gerne dein Feedback in die Kommentare. Hast du es dir schon gekauft oder musst du es jetzt unbedingt kaufen? Vielleicht jetzt auch als kleines Weihnachtsgeschenk für einen Bekannten, der sich über ein solches Set freut. Und ansonsten wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns beim nächsten Video.